Wirklich nur diese Gründe. Man darf nicht wegen irgendwelchen anderen Gründen fangirlen. Es geht einfach Nein. nicht. Wenn ich euch Bilder schicke, nur dann und das andere auch. Das ist jetzt so eine gesetzte Regel. Immer wenn irgendjemand von euch weswegen auch immer Bilder schicken sollte oder wenn ihr sie auf diversen Plattformen verfolgen solltet, verfolgen, hallo. Ja, stalkt nicht. Bei allen Bildern, die sie teilt, retweetet oder was weiß ich. Oder selbst hochlädt. Müsst ihr fangirlen. Richtig. Bei sonst keinem anderen. Nur bei mir. Genau. Hashtag Eigenlob. Das ist jetzt ein gegebenes Gesetz. Aber ich kann für mich selber sagen, dass ich nicht stinke, weil ich gerade nämlich duschen war. Gerade eben, während der Aufnahme. Ja. Habt ihr das Wasser fließen gehört? Hörst du es fließen? Oh. Just go with the flow. The flow of time. Mhm. Oder wie sagt der Typ hier? Warte, der Fluss der Zeit wird dich einholen. Ey, deine Mutter wird mich einholen. Ohne rum. Bei Mario Kart. Deine Mutter ist nämlich Wario. Boah, watch out. Mario, wow. Der direkt sagt. Ich find's übrigens immer noch ziemlich interessant, dass wir dieses geile Spiel eigentlich nur mit unserem Scheiß überquatschen. Sogar bei so epischen Szenen wie dieser jetzt gerade. Ja. Peter is really feeling it. Merkt ihr diese Emotionen, die von diesem Spiel rüberkommen? Sie schlagen einförmlich. Die Spieler sind extrem getroffen. Diese Attacke war sehr effektiv. Peter ist verwirrt. Hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Au. Und ja, ich habe mir gerade wirklich auf die Wange geschlagen. Ja, das habe ich gehört. Ich kenne das, wenn dich jemand schlägt. Ich kenne das Geräusch. Au. Das hat weh getan. Mir ist warm. Ich habe das Verlangen, mich auszuziehen. Live, vor der Cam. Die aus ist. Das ist jetzt darauf zurückzuführen, dass sie sich gerade selbst geschlagen hat. Ja, das löst immer solche Gefühle in mir aus. Mich schmerzt. Und das gibt ihr das Verlangen, sich auszuziehen. Was das jetzt im psychologischen Hintergrund hat, darüber lässt sich streiten. Alles hat einen psychologischen Hintergrund. Sogar warum dieser Gypto gerade epileptische Anfälle hat. Er mag nicht gerne Musik oder hat einen alternativen Tanzstil. So viel zum Thema. Hashtag epische Szene und wir quatschen einfach nur Scheiß drüber. Das tut irgendwie so weh. Aber ich find's den lustig. Zuschauern. Die Zuschauern? Welche Zuschauer? Du bist die Einzige, die zusieht. Na ja. Und du bist dabei. Ja, auf jeden Fall sehr gut. That's not how to let's play. Alter, ich sterbe, mir ist so warm gerade. Vielleicht sollte ich die Heizung nicht auf 4 haben. Getting hot in here, so take off all your clothes. I am getting so hot, I wanna take my clothes off. Immer diese wunderschönen, musikalischen, Untermalungen von der Ale. Ich wollte es eher anders ausdrücken, musikalischen Vergewaltigung. Hey, keine bösen Wörter auf meinem Kanal. Trigger Warning. Was? Welches Wort? Trigger Warning. Pull the trigger, bitch. Ja. Bitch, better have my money. Ja, throw the money. Ja. Ich werfe mit Fuffis durch den Club. Und deine Mutter. Papa. Guck, das ist deine Mutter.
Die ist voll hübsch. Voll hübsch. Oh, sie ist so gut in Zahnpflege. Ich werde sie mal von ihren Zähnen befreien, weil was keiner weiß, lenkt es zu, ist Zahnarzt. Komm mal her, ich befreie dich von deinen Zähnen. Guck da, sie sind alle runtergefallen. Scheiße! Jetzt muss ich die Wurst auch wirklich zotzeln. Das ist so gemein, ich liebe diese Szene. Ja. Die ist echt schön eigentlich. Die ist so toll. Aber das Kind ist echt irgendwie ein bisschen blöd platziert. Erstens das und zweitens ist Pamela echt nicht hübsch. Ich kenne keine nicht. Pamela, die hübsch ist. Und ja, ich ziehe auch Pamela Anderson mit ein. Okay. Ich habe die Gyptomaske erhalten. Ich könnte sie jetzt live aus meiner... Ich habe sie bereits aus meiner Liste gestrichen. Gut gemacht. Richtiger Alpha Kevin. Ja, Mann, ne? So. Dann. Yo. Was brauchen wir? Obwohl, das wäre jetzt echt cool. Mauam wäre jetzt echt geil. Ich brauche... Ja. Gut, ich habe eine Idee. Jetzt kommt's. Ich muss jetzt noch die ganzen Sachen für den Brunnen einsammeln. True. Wo steht eine Kuh? Eine, wo ich schnell dran komme. London Farm? Nee, Quatsch. Doch. Nee, London Farm. Ja, ich will das Pulverfass jetzt nicht verpulvern. Ah. Du hast doch 50 Rubine, kannst du doch. Ja, nee, aber ich will sparen. Du hast genug Geld auf dem Konto. Muss ich sonst noch irgendwas kaufen? Ja, dann kannst du doch gleich, wenn du das Pulverfass holst, doch wieder Geld abheben. Ah, ich bin wieder mal kompliziert. Wie gesagt, Alpha Kevin. Was würde ich nur ohne dich tun? Und wahrscheinlich das Spiel alleine kommentieren. Ja, ne? Mhm. Milchstraße. Mann, ich will diese Szene da skippen. Bei dem Remake geht das so schön. Ja, das stimmt allerdings. Seufzer. Ja. Wir haben es schon nicht leicht. Wir müssen uns hier mit irgendwelchen Cutscenes rumschlagen. Mit irgendwelchen Cutscenes. Mit Cutscenes. Ja. Oh, ich süß. Und, ja. Aber wir zeigen auch unsere Missgunst gegenüber diesen Katzis. Sehr deutlich. Miau. Wir quatschen ja einfach die ganze Zeit drüber. Yes. Hui! Ufz, 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 ufz. Wo ist die Stimmung? Feuerwerk! Ein echter Held dreht sich nicht um, wenn hinter ihm etwas explodiert. So! Ja klar, hast du schon mal eine Folge Power Rangers gesehen? Ja, aber das ist Äonen her. Ich weiß auch nicht, wie lange das her ist bei mir. Äonen, sag ich dir. Äonen. Nee, doch, ganz so lange nicht. Ich habe ja auch so Power Rangers Samurai und so ein Krams gesehen. Ja gut, okay, denn... Mir wurde auf irgendeiner Plattform geschrieben. Eponas Lied. Moment. Ach, das war das Lied, was du falsch gemacht hast. Warte. Oh. Oben, rechts. Nee. Genau. Erst links und dann rechts. Du hast rechts und dann links auf das Ding geschrieben. Give Milch. Ja, sorry, ich hab Rechts-Links-Schwäche. Kein Problem. Ich hab's glücklicherweise gemerkt. Ja, das war am Ende war ich so cocky, dass ich gesagt habe, hey. Hey yo, fuck you, bitch. Get out my way. Get out my way, bitch, get out my way. So. Die Milch habe ich. Die Käfer bekomme ich da. Bomben habe ich. Dekonüsse. Brauche ich nur eine. Oder? Nee.
Nee. Hier muss ich, glaube ich, 5 oder so abgeben. Wundererbsen, wie viele brauchte man da jetzt bei dem? Nimm mal gleich ein paar mit. So 3. Eigentlich nur eine, glaube ich. War das wirklich nur eine hier in dem? Weil bei dem Remake musstest du jeweils nur eine Sache geben. Ja, sonst... Ja, hol 5 oder so. Ja, da sind jetzt meine 50 Rubine wieder weg. Aber naja, ich habe hier noch auf meinem Konto, wie du eben festgestellt hast. Richtig. So. Bäm! Gut. Sümpfe des Vergösens. Sümpfe des Vergasens. Des Vergasen. Sehr schön. Ja, gell? Finde ich auch. Ja. Wieder sehr niveauvoll. Erwartest du was anderes auf meinem Kanal? Ich äußere mich dazu jetzt einfach mal nicht. Konnte ich die Wundererbsen nur mit dem als Junge kaufen oder als... Als Deko. Als Deko, ja gut. Als Lenk-Deko. Oh Mann! Mein Handy jäht mich die ganze Zeit an. Waylo? Hä? Ist Waylo yay? Nein, meine Freundin ist yay. Ach so, oh. Sie hat Hi, Internet. Nikolas! Ich schreibe ihr mal zurück, dass du gerade aufnimmst. Okay. Sag ihr, dass ich sie liebe. Ja, okay, mach ich. Danke, das wäre sehr lieb. Ich kann nämlich gerade nicht. Auch wenn ich gerade nur A drücken muss. Ja. Die zeigt mir bestimmt... Das sind deiner Freundin zu schreiben. Die zeigt mir da garantiert vor. Warte, du bist um, keine Ahnung, 1:45 nachts noch wach und bist einfach so am Aufnehmen. Und ich denke mir so, ja. Warum auch nicht? Problem. Oh, ich muss wieder auf Deutsch stellen. So, Wundererbsen hab ich. Hab ich. Wie viele Dekonüsse sind das denn? Das ist eine. Wow, eine ganze Dekonuss. Ich bin ja von den Socken. Ja, das sowieso. Ich auch. Aber mir wird langsam kalt. Ja, ich habe ziemlich viele Socken an. Ein paar Socken, aber es sind dicke Paar Socken. Dick gleich ganz viel. Ganz viel. Ich habe mir sogar noch ein Herz hingeschrieben. Dinge. So. Ich muss sowieso warten eigentlich. Dann hättest du jetzt eigentlich auch selber schreiben können. Wayne. Nein. Ich habe mir nur gerade gesagt, ja, dass du für mich mit ihr schreibst. Eventuell unter Umständen, wenn du das denn möchtest. Ja, tun. Ich bin gern tun. Der Mittelsmann. Oder die Frau in dem Fall. Mittelsfrau. Das die Brieftaube, oder wie war das? Cheep, cheep. Cheep, cheep. Warte mal, ich muss mal gerade was gucken. System, Spielstand speichern war mit F5. Okay. Professionell. Einfach mal so, zwischendurch. Yay! Yay! Abheben, plus. Ich hätte gerne... Oh, das nee, ist echt die ganze Zeit am Yay, ne? Ja, ne? Ist super. Ey, wenn die mir jetzt auch gleich noch Bilder schickt, ne? Ganz viele. Ihr müsst wissen, Legolas ist gerade aktuell im Urlaub. Noch. Gerade so. Am Ende. Des Urlaubs. Mhm. Das stimmt. Jetzt hext mein Handy auch noch. Hex, hex.
Hallo, du Hurensohn, ich will Dinge kaufen. So, gib mir die Dekonüsse. Ja, damit. Geh weg. Geh weg. So. Geh weg. Geh weg. So, Milch habe ich. Käfer bekomme ich. Straße. Den Fisch, den hole ich mir jetzt gleich auch noch ab. Ich mach mal gerade die. Oder soll ich schon. Mach mal. In den Brunnen rein? Du kannst. Aber dann musst du wieder zurück. Ja, deswegen. Ja, der Brunnen dauert ja nicht lange. Ja, aber ich hab noch nicht alles. Wobei, den. Bäh, Dings, den Fisch, den kann ich mir auch gerade noch holen. Ah, nee, das ist mir zu knapp. Tut mir leid. Nein, ich bin ein Weichei. Wieso, Moment mal. Ein Fisch? Ja. Ist der nicht sogar im Hotel? Ja, deswegen. Also im Gasthof ist ein Fisch. Den wollte ich mir auch gerade holen, aber generell, das wird mir mit der Zeit zu knapp, weil ich weiß, dass ich mich da garantiert wieder verhaspeln werde und 5000 Mal verlaufen. Deswegen mache ich jetzt erstmal die Mission mit Anju. Dann direkt im Anschluss renne ich hier hoch in den Norden, mache das mit der Kabum-Maske und Dinge. Und dann kannst du in den Brunnen. Und dann kann ich in den Brunnen.